Moin Moin Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute machen wir, wir haben ja Ostern, Eierlikör. Richtig lecker, ne? Da freuen wir uns schon drauf, ne? Der ist natürlich nicht hier für die Arbeit, der ist für uns privat. Und zwar die Zutaten, wir fangen mal ganz kurz an. Wir haben hier, das sind die Zutaten, dann könnt ihr das sehen. Das sind 8 Eigelb, 250 Gramm Rum. Ihr könnt aber auch Wodka oder Korn nehmen, weil normal heißt das ja Klötenkühm, ne? Die Zutaten, 8 Eigelb, 250 Milliliter Rum, 340 Milliliter Kondensmilch, 250 Gramm Puderzucker und eine Vanilleschote. Statt Rum könnt ihr auch Wodka nehmen oder Korn, Klötenkühm, deswegen so sagt man in Plattdeutsch, ne? Und ist halt Eierlikör. Und dann könnt ihr, wer noch eine alkoholfreie Variante haben will, der nimmt einfach alkoholfreien Amaretto. Geht auch. Müsst ihr dann so testen oder so, ne? So, wie gesagt, das sind die Zutaten. Jetzt fangen wir an. Wir haben hier die 8 Eigelb. Dann haben wir hier die Vanilleschote. Die mache ich mir mal hier rein. Ich nehme das mal so auf den Weg, damit ihr das seht hier. Die habe ich mir hier mit dem Rücken so ausgekratzt. So. Alles raus. Alles mit, das ist bares Geld, Vanilleschote ist teuer. Aber das wird wieder böse Kommentare geben. Was denn? Dass du dein Messer da abgestriffen so, hast. Das mach ich. So, hier habe ich Zucker drin und hier habe ich schon Vanilleschoten drin. Das ist unser Vanillezucker. Ne, den jetzt wir wird dann, nichts aber verschwendet. Nichts verschwendet, genau. Und da wir so Puderzucker nehmen, brauchen wir heute keinen anderen Zucker mehr. So, jetzt Puderzucker. Das Einfachste ist immer, das sind genau 340 Gramm, so ein Paket ist 250 Gramm. Das ist optimal. Ich nehme noch so ein bisschen Vanilleextrakt, Bonbon-Vanille, damit der Geschmack noch ein bisschen besser durchkommt. Dann machen wir ein Paket Puderzucker rein. Und das Ganze müssen wir dann gleich mal verrühren. Das, so. Ihr könnt das auch mit der Maschine schön schaumig schlagen. Aber ich mache das hier mit dem Schneebeben. Achso, das war hier der Rum. Ne, welche Sorte ihr nehmt, müsst ihr selber wissen. Ich mache das am liebsten mit Rum. Und hier ist so ein Mittelpunkt. So, jetzt mache ich mir einfach den auf kleine Stuhlwerfer. Und das Ganze führt ihr jetzt noch 5 Minuten vor. Ja. So. Jetzt haben wir gerade 2 Minuten gemacht, also das wird schon langsam cremig, aber so noch ein bisschen cremiger werden. Ich tue schon mal das Wasserbad an. Da darf nicht zu viel Wasser drin sein, weil die Schüssel darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Es muss einfach nur oben drauf und nur den Dampf. So, das machen wir uns jetzt an. Okay. Das haben wir jetzt schaumig aufgeschlagen. Jetzt machen wir uns die Kondensmilch rein. Und rühren das dann gleich ganz langsam durch. Jetzt decke ich nur langsam. Ich hasse die Deckel hier. Ja, das nervt, ne? Ihr könnt auch Sahne nehmen, also halb Sahne, halb Kondensmilch. Oder ganz Sahne. Aber so Oma hat das schon mit Kondensmilch gemacht und so ist Eierlikör. Kommt mit süßer Kondensmilch bestimmt auch geil, oder? Nee, süßer nimmst du gar nicht. Nee, wegen Zucker? Du hast doch schon 250 Gramm Puderzucker. Und den Puderzucker brauchst du zum Aufschlagen. Weißt du, was ich mir Tee haue, ne? Ja, aber den brauchst du zum Aufschlagen. Ja, klar. So, jetzt kommt der Rum rein. Ja, gut, dass ich einen kleinen Schluck mehr reingemacht habe. Du haust die Hälfte daneben. Das war für dich. Ich wollte gerade einen Schluck Wasser trinken und da hatte ich fast das falsche Glas. So, jetzt kocht das hier. Ich mache mir das hier drauf. Und wir dürfen nicht mehr die 70 Grad haben. Das schlagen wir jetzt so lange auf, bis es cremig ist. Aber dann nehme ich gleich ein Schneewesen. Gib mir mal aus und gib mir ein Schneewesen. Mach nochmal an. Jetzt. So, ich habe jetzt so ein Handschneewesen genommen, weil das andere schwimmt sonst zu doll. Ich habe das jetzt ein bisschen runtergestellt. Das soll jetzt nur noch Dampf haben. Und aufpassen. So, wir haben jetzt 66 Grad. Wir brauchen 70 Grad. Und dann eigentlich nochmal 10 Minuten, damit die Salmonellen vorbeigeht. Aber wir haben auch Alkohol drin. Ne? Und dann, wenn man das nicht länger wie eine Woche hat. Also wir müssen auch bis die 70 Grad haben. Ihr seht jetzt schon langsam hier, dass so langsam durch den Schneebesen Streifen kommt. Mit den elektrischen Schneebesen ist nicht so schön, weil dann spritzt das zu doll. Ihr seht auch hier die ganzen Vanillepunkte, das ist richtig lecker. Und schmecken tut er auch richtig, richtig lecker.
dir. Alkohol bei der Arbeit, Chef. Ja, aber ich habe ja eigentlich schon Feierabend. Ja. Mmh. Lecker. Und zweitens bist du ja in keiner Maßnahme mehr. Schmeckt dir so? Mhm. Ja. So. Sehr schön. Und dann müsst ihr halt immer rühren. Das ist ganz, ganz wichtig. Rührt ihr nicht, habt ihr nachher Rührei. Ach so, ich brauche noch ein bisschen Hitze. So. Oh, das wäre nicht schlecht. Mhm. Genau. Aber schmecken tut's gut. Und so schnell geht das eigentlich, wenn du das mal selber machst. So, wir haben 72 Grad erreicht. Ne, das ist schon wieder weg. Ich habe das Thermometer rausgenommen. Aber wir können ja hier, warte mal. Wir haben sogar 76 Grad. So, jetzt müssen wir rühren. Das nehmen wir jetzt, stellen wir aus. Salmonellen, deswegen das auf 70 Grad. Ne, das sollte man auf jeden Fall schon machen. Durch den Alkohol ist das natürlich, schwächt das auch noch ab. Ne? Und dann kommt dazu, was ich noch sagen wollte, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, das Eiweiß, ne, was ihr nicht braucht, ne, das verwenden wir natürlich irgendwie, ich mache mir das meistens zum Frühstück oder so, als Baiser, genau, wie die geliebte Kollegin sagt. Mm. So, das ist jetzt fertig, ne? Oder halt zum Kuchenbacken, ne? Mm. Auch so, und genau wie Eierlikör, da kann man schön so Cocktails mitmachen, man kann Kuchen backen, ach, da gibt es so viele Sachen. So, das ist jetzt fertig, das stelle ich mir jetzt hier rauf, sieht man das da? Ja, so, und jetzt füllen wir uns das um in so einen Messbecher. Bevor es fällt, Chefchen. So, in so einen Messbecher. Kann man sich selber? Und dann füllen wir uns das in die Flaschen um. Das ist richtig schön cremig. Mm. Und schmecken tut's auch, ne? Nix verschwenden. Genau. Ich werde dann mit dem Kopf in der Schüssel hängen und sie auslecken. Ja, das machen wir. Das. Und wehe, du lässt das drin in deinem Video. Das kannst du aber vergessen. Genau das lasse ich drin. Das hört sich doch gut an. Dich in der Schüssel zu sehen, geliebte Kollegin. So, jetzt kommen die Bullen. Ich habe nicht so die optimalen Flaschen da. Aber wir füllen jetzt mal einfach die um. Und zwar stellen wir uns die hier rauf. Die Flaschen sind toll. Ja, so. Wie gesagt, die waren alle sterilisiert. Die machen wir uns jetzt so halb voll ungefähr. Den Rest füllen wir dann mit Rum auf. Ja, klar. Noch mehr Rum oder wie? So, dann ein bisschen Hacke. Aber sowas von leicht, ja. So, ich mache ja gleich noch eine Ladung, weil ja noch ein, zwei Leute das haben wollten. So. Dann kommt hier der Deckel einfach drauf. Jetzt nicht, da musst du dann aufpassen bei dem Deckel. Da ist ein Gummi dazwischen eigentlich, oder? Sind die mit Gummi schon? Nee, der ist ohne, ne? Ja, die sind alle ohne. Nee, der ist mit. Der ist gut, dann nimmst du den. Ja, Freunde, ach ja, dann kann ich immer nur sagen, ne? Gefällt euch mein Kanal, abonniert den, klickt auf die Glocke, ich freue mich drüber. Und ihr habt immer den neuesten Film. Und das wird jetzt schon relativ fett. Ich würde das für einen Tag im Kühlschrank lassen, schüsseln euch ab und zu mal schütteln und dann genießen. Man kann ihn auch jetzt schon genießen und so, ne? Ja. So. Ja, und hier, guck mal, so. Meinst du, die Flasche von mir schafft es bis nach Hause? Ja, dann schaffst du das aber nicht mehr bis nach Hause. Die würde ich umfüllen, weil die hat diesen Nupsi da nicht und den kannst du auch, glaube ich, nicht. Gut, dann müssen wir die jetzt nochmal umfüllen. Am besten ist, wenn ihr das immer gleich heiß so macht, dass es heiß bleibt und dann gleich schließen, dann habt ihr noch ein klein bisschen mehr Vakuum, aber jetzt müssen wir das so machen. Guck mal, wie cremig der ist. Oh, richtig geil. Ja. Oh, ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, das ist ein gutes Rezept, das ist Gelingen-Garantie, das klappt eigentlich immer. So, jetzt machen wir das da rein. Nichts verschwenden, Chef. Ja, entschuldige bitte. Weil das war ja auch deine Flasche, da muss man wirklich was rein. Da muss ein bisschen mehr rein, Chef. Ja. Schließlich muss ich hier die Filmaufnahmen machen und so. Ja, ja, genau. Allein du musst. Du machst das, weil wir den Eierlikör haben. Ja, natürlich. Genau. Aber da sie ja jetzt nicht mehr in der Maßnahme hier ist, sondern meine Kollegin ist, darf sie ja auch mit Alkohol umgehen. Sonst machen wir ja hier kein Alkohol. Nee. So, aber wie gesagt, deswegen sagte ich einmal, Rettung könnt ihr immer nehmen. Gut, okay. Wie gesagt, ne? Gefällt euch mein Kanal, abonniert den, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Und ich kann dir immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Das war ja, wo du mit dem Kopf reingehen wolltest. Ja, werde ich. Viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer euer Ariel und die geliebte Kollegin. Ja. Danke und tschüss. So Freunde, zum Schluss möchte ich noch mal ein wenig über meine Playlisten erzählen. Wer das kennt, hört natürlich hier auf und wer es nicht kennt und Lust hat, schaut sich das noch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe über 60 Playlisten und das ist alles besser strukturiert. Da könnt ihr euch das alles noch mal in Ruhe anschauen und müsst nicht 600 Filme durchklicken, wenn ihr dazu Lust habt. Und ich möchte sagen, eine Playlist, da findet ihr
die türkische Küche, die japanische Gerichte, die günstig sind, also gerade in der heutigen Zeit und so. Klassiker der deutschen Küche, Kohlgerichte, Kaninchengerichte, vegetarische Gerichte, vegane Gerichte, viel über Soßen, ganz, ganz wichtig, ne? Reste essen, was ganz interessant jetzt wieder zum Frühling hin. Die ganzen Dips, die man sonst so holt bei den Griechen, wie Baba Ganache, wie, was habe ich da, Granatapfeldip, Hummus, dann Walnussdip und so weiter. Also ganz, ganz viele Geschichten, bisschen über so Thermomix, Eis. Dann habe ich die orientalische Küche, Kassler Gerichte. Also, und dann meine 25 Top, die ich so am liebsten mache, Pizza- und Eiergerichte. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Und da findet ihr alles, wo ihr drauf denn Lust habt. Und dann braucht ihr nicht alles wirklich durchzugucken. Und ihr, oder ihr sagt sonst einfach Ariels Hausmannskost und dann das, was ihr euch gerne so wünscht. Oder jetzt ist noch vorbei, so die Weihnachtszeit, ne? Dann Kartoffelgerichte wie Bauernfrühstück, Hackgerichte. Also wie gesagt, ihr hört schon, ich kann jetzt nicht alle so aufzählen, italienische Desserts und Dressing. Also ganz, ganz wichtig, ne? Also so ich das. Oder Weihnachtszeit in Ente und so. Also wie gesagt, es lohnt sich, da rein zu scrollen. Es geht alles wesentlich einfacher. Und ich kann euch dann wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch wie immer euer Ariel und tschüss.